Die Protestbewegung Fridays for Future ruft im September zu einem globalen Klimastreik auf. In Berlin wollen die Aktivisten am 20. September vor dem Bundeskanzleramt demonstrieren. Der Kanzler soll ihren Unmut über die Klimapolitik der Bundesregierung offenbar direkt zu hören bekommen. Er habe seinen eigenen Laden nicht im Griff, so ein Sprecher der Gruppe. Mit ihrem Protest wollen die selbsternannten Aktivisten ihn rund ein Jahr vor der Bundestagswahl an seine klimapolitische Verantwortung erinnern. Schließlich hatte der sich ja selbst mit seinen Wahlplakaten zum Klimakanzler ernannt, so Fridays for Future. Wir wollen darüber sprechen bei mir im Studio Axel Bojanowski, Weltchefreporter aus dem Ressort Wissenschaft. Schön, dass du da bist. Hallo, danke sehr. Du hast ja zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben. Ja, genau. Und da erzählst du eben darin, wie das Nischenthema der Wetterkunde das zentrale Thema unserer Zeit geworden ist, nämlich der Kampf gegen den Klimawandel. Und du enthüllst dabei aber auch Lobbyinteressen, die mit dem Klimaproblem verwoben sind. Wird der Klimawandel möglicherweise von Trittbrettfahrern ausgenutzt? Das ist auf jeden Fall so und das ist auch erschwert die Lösung des Problems. Ja? Also das Klimaproblem ist ja ein großes Problem, ein Menschheitsproblem, was wir alle lösen wollen. Die Erwärmung muss gebremst werden. Ich beschreibe im Buch auch, wie dieses Problem entdeckt wurde die wissenschaftlichen Hintergründe. Aber es ist eben so, es gibt ja noch eine Lobby, die sich dafür gegründet hat und dieses Problem, Klimaproblem eben lösen möchte oder zumindest bekämpfen möchte. Aber wie es eben so ist, eine Lobby wird zum Selbstzweck. Es gibt Trittbrettfahrer, es gibt Nutznießer und das hat sich eben so ausgebreitet und es gibt so viele Interessen, die damit verwoben sind mittlerweile, dass im Grunde die Lobby selber mittlerweile ein Grund ist, warum das Problem nicht gelöst wird. Also die Lobby selbst steht dem der Lösung des Problems im Wege. Ich beschreibe im Buch, warum und wie das passiert ist. Kann es vielleicht auch sein, dass man eben ein solches Problem auch ein bisschen übertreiben muss von Lobbyistenseite, damit man die nötige Aufmerksamkeit bekommt? Das ist kurzfristig, mag das gelingen, aber langfristig ist das schlecht, weil man sieht das an Kindern. Ja, ich sehe es an meinem eigenen Sohn, der im Kindergarten bei YouTube und so Schauergeschichten über die Zukunft erzählt bekommt. Also da wird den Kindern wird Angst gemacht. Ja, und Kommunikationsforschung zeigt, dass solche Art von der Schreckenskommunikation zur Hilflosigkeit und im Grunde zur Lähmung führt. Man löst so die Probleme nicht. Man denkt so, ja, dann geht die Welt ja unter, dann können wir nichts mehr machen, führt nicht zum Handeln. Ja? Und das heißt, es führt eher auch dazu, dass eben auch falsch geplant wird. Also es gab irgendwie Beispiele, beispielsweise, dass Forscher oder auch Interessengruppen den Anstieg des Meeresspiegels übertrieben haben und dass dann eben sehr viel Budget für die Erhöhung der Deiche ausgegeben wurde oder ausgegeben werden sollte und sich dann herausstellte, UN-Klimarat, das beste Wissen über die Wissenschaft, die wir haben, über den Klimawandel, sagt eben einen deutlich geringeren Anstieg voraus und da kann man eben dann auch Ressourcen vernünftiger einsetzen, wenn man richtig kommuniziert. Ja. Aber wie ernst ist das Klimaproblem? Ist vielleicht alles gar nicht so schlimm? Es ist sehr ernst. Also schon längst bekannt, dass der Mensch dominanter Treiber des Klimageschehens ist. Die Erwärmung wird weitergehen. Es wird mit entsprechenden Umweltrisiken einhergehen. Aber auch da muss man präzise sein, diese Risiken zu beschreiben. Da werden eben oft Extremszenarien rausgepickt, die dann eben nicht, die dann gar nicht so wahrscheinlich sind. Und das heißt, man muss das Problem ernst nehmen, aber auch gleichzeitig die Nutznießer dieses Problems im Auge haben. Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass die Klimalobby behauptet, das Problem lösen zu wollen, aber letztlich stehen genau diese Lobbys den Lösungen im Weg. Wie kann das sein? Ja, das ist faszinierend, weil die Klimabewegung aus der Umweltbewegung kommt. Also es ist eine Umweltbewegung der 70er Jahre, sich sehr eng verwoben hatte mit linksorientiert politischen linksstehenden Gruppen. Das heißt, die Wertvorstellungen der politischen Linken sind extrem eng verwoben mit der Klimabewegung. Das heißt, aus dem Handwerkszeugkasten der Lösung des zur Lösung des Klimaproblems werden eben nur das Handwerkszeug der politischen Linken nur vorgesehen. Und das führt eben dazu, dass wichtige Dinge wie Emissionshandel oder Klimaclub und Dinge, die wirklich funktionieren könnten, die werden bekämpft von dieser Klimalobby, ja, weil die eben den Einfluss der eigenen Gruppe schmälern könnten. Ich beschreibe im Buch, wie das geschehen kann. Ja? Und ein Ausstieg aus der Kernenergie beispielsweise, eine klimafreundliche Technologie, die helfen könnte, das Klimaproblem zu lösen, wird gerade von dieser Klimalobby sehr stark bekämpft. Es gibt jetzt eine neue Klimabewegung, die pro Kernkraft ist. Das sind junge Leute und da gibt es also Hoffnung. Vielleicht ganz kurz noch, wer steckt denn hinter der Klimalobby? Ganz kurz. Ganz kurz, das ist also sehr viele politische Gruppen. Es sind die reichsten Leute der Welt unter anderem, ja, also die viel Geld geben. Die Klimalobby hat sehr viel Geld aus den Stiftungen der schwerreichen
Philanthropen aus den USA, viele Politiker, auch Energiefirmen, die von Wind- und Solarenergie leben, die großen Umweltverbände. Das ist eine sehr, sehr mächtige Bewegung geworden, die mittlerweile mehr Geld hat als die fossile Lobby, also mehr Lobbygeld als die fossile Lobby. Und ich beschreibe im Buch, wie das gekommen ist, also woher das Geld kommt und wie dieses Netzwerk aussieht. Axel Bojanowski aus der Weltwissenschaftsabteilung, aus dem Ressort. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne.